Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus und Maria, die Mutter Jesu, unsere vielgeliebte Mutter. Wir lesen bei Markus 14, Kapitel, Verse 53 und 54. Und sie führten Jesus weg zu dem Hohenpriester. Und alle Hohenpriester und Ältesten und Schriftgelehrten versammeln sich zu ihm. Und Petrus folgte ihm von ferne bis hinein in den Hof des Hohenpriesters. Und er saß bei den Dienern und wärmte sich an dem Feuer. Petrus folgt Jesus. Er will sehen, was mit Jesus passiert. Und er will sich wärmen. Er sitzt mit den Dienern des Hohenpriesters an demselben Feuer. Wir wissen, was später passieren wird. Ist es nicht manchmal so, dass wir unseren falschen Feuern wärmen, dass wir eine Neugierde haben, manches wissen wollen und deswegen dann auch in Kauf nehmen, an Feuern zu sitzen von denen, die Jesus verurteilen, die ihn nicht annehmen? Liebe Brüder und Schwestern, bitten wir den Herrn um die Gnade, dass wir ihm nicht nur einfach folgen aus Pflichtgefühl und dass es keine Neugierde ist, vor wem folgen, um zu sehen, wie geht es denn jetzt weiter. Oder so wie Petrus, der auf Distanz bleibt, er folgt ihm von Ferne. Bitten wir dem Herrn, dass sie ihm mit dem Herzen folgen und nicht an den falschen Feuern irgendwelche Wärme, irgendwelche Sicherheit suchen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.